liebe Deutschlerner, in dieser Lektion lernen wir den Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ. Dativ stellt die Frage, wo? Wo ist er? Oder wo bist du? Wo sind sie? Akkusativ stellt eine Bewegung dar. Wohin? Also, wohin fahren Sie, Frau Müller? Oder wohin gehst du? Wohin fährst du? Wir haben also eine Bewegung und so kommen die Präpositionen immer mit dem Akkusativ in Verbindung. Viel Spaß! In dieser Tabelle haben wir alles. Nominativ, Dativ und Akkusativ. Nominativ stellt die Frage, wer oder was? Beziehungsweise, was ist das? So antworte ich, das ist ein Park. Ein Park steht im Nominativ. Oder, das ist ein Ball. Oder, das ist meine Schwester. Meine Schwester ist auch im Nominativ. Der Bruder ist klein. Der Bruder, also wer ist klein? Der Bruder. Oder das ist ein Flohmarkt. Ein Flohmarkt steht ebenfalls im Nominativ. Dativ stellt die Frage, wo? Wo bist du? Und so antworte ich, ich bin im Park. Im Park, das ist Dativ. Oder ich bin im Kurs. Bitte hier aufpassen. Zu stellt eine Bewegung. Und das haben wir schon früher gelernt. Aber verlangt immer Dativ. Nico geht zum Marienplatz. Und wieder noch ein Beispiel. Ich bin auf dem Flohmarkt. Auf dem Flohmarkt ist keine Bewegung. Akkusativ stellt die Frage, wohin? Also, wohin gehst du? Und so sage ich, ich gehe in den Park, in den Park. Oder ich gehe in den Kurs. Oder ich gehe auf den Flohmarkt. Weitere Beispiele sehen wir auch hier rechts. Ich bin im Computerkurs. Das ist also Dativ im Computerkurs. So stellen wir die Frage, wo bist du? Im zweiten Satz haben wir etwas anders. Ich gehe in den Computerkurs. Gehe beschreibt sowieso eine Bewegung in den Computerkurs, also Akkusativ. Ich bin am Kiosk. Am Kiosk, wo bist du? Also wieder mal Dativ. Ich gehe zum Kiosk. Das ist auch Dativ, aber die Präposition zu stellt eine Bewegung dar. In dieser Tabelle haben wir weibliche Nomen. Also, was ist das? Das ist eine Bibliothek. Eine, weil es die Bibliothek heißt. Oder das ist eine Sporthalle. Oder das ist eine Haltestelle. Das ist eine Schule. Dativ, wo bist du? Und so sagen wir, ich bin in der Bibliothek. Ich bin in der Sporthalle. Oder ich bin an der Haltestelle. Ich bin in der Schule. Akkusativ. Und so haben wir wieder mal Bewegung. Wohin gehst du?
Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Sporthalle. Oder ich gehe an die Haltestelle. Ich gehe in die Schule. Weitere Beispiele sehen wir wieder hier rechts. Ich gehe in die Schule. Das ist also eine Bewegung. In die Schule. Die Schule steht im Akkusativ. Ich bin in der Stadt. In der Stadt, das ist also Dativ. Das Geschenk ist für meine Freundin. Bitte merken, für steht immer mit dem Akkusativ in Verbindung. Das T-Shirt ist für ihre Schwester, also für plus Akkusativ. Oder die Jacke ist für seine Mutter. Noch etwas: aus, bei, mit, nach, von und zu sind Präpositionen, die immer mit dem Dativ stehen. Nun die dritte Tabelle. Also, wer ist das? Das ist mein Opa. Oder was ist das? Das ist ein Kino. Das ist ein Café. Das ist ein Schwimmbad. Oder da ist ein Konzert. Im Dativ heißt es, wo bist du denn, Mensch? Also, ich antworte, ich bin bei meinem Opa. Ich bin im Kino. Oder ich bin im Café. Ich bin im Schwimmbad. Ich bin im Konzert. Wenn wir eine Bewegung haben, so heißt es immer, ich gehe ins Museum. Ins. Ich gehe ins Kino. Oder ich gehe ins Café. Ich gehe ins Schwimmbad. Oder ich gehe ins Konzert. Weitere Beispiele sehen wir auch hier. Ich bin beim Arzt. Es heißt also der Arzt, dem Arzt, bei dem Arzt ist beim Arzt. Dativ. Oder ich gehe auf die Party. Hier haben wir wieder eine Bewegung. Gehen. Ich bewege mich. Oder ich bin im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Dativ. Ich gehe ins Kinderzimmer. Akkusativ. Ich gehe in die Küche. Das ist auch eine Bewegung. Also Akkusativ. Ich gehe nach Hause. Bewegung. Wir fahren nach Paris. Das ist auch Bewegung. Also Akkusativ. Es gibt auch weitere Beispiele. Sie fahren in die Schweiz. In die Schweiz. Das ist Akkusativ. Oder meine Nachbarn fahren in die Türkei. Ich bin zu Hause ist ein Beispiel, das keine Bewegung zeigt. Zu Hause ist also keine Bewegung. Ich sitze zu Hause. Ich bin da. Ich bewege mich nicht. Wir üben jetzt weiter. Die Buchhandlung. Wohin geht Frau Müller? Sie geht in die Buchhandlung. Und wo ist sie jetzt? Sie ist in der Buchhandlung. Die Schule. Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. Und wo bist du jetzt? Ich bin in der Schule. Die
Bank. Wohin gehen Sie, Frau Müller? Ich gehe in die Bank. Wo ist Frau Müller jetzt? Genau, sie ist in der Bank. Die Tankstelle. Wohin fahren Sie? Ich fahre an die Tankstelle. Wo tanken Sie? Ich tanke an der Tankstelle. Die Metzgerei. Wohin gehen Sie? In die Metzgerei. Und wo kaufen Sie immer gern Fleisch? In der Metzgerei natürlich. Die Bücherei. Wohin gehen die Kinder? Sie gehen in die Bücherei. Und wo sind Sie jetzt? Sie sind in der Bücherei. Die Haltestelle. Wohin gehen deine Nachbarn? Sie gehen an die Haltestelle. Und wo warten sie? Sie warten an der Haltestelle. Das Kino. Wohin gehst du gern? Ich gehe sehr gern ins Kino. Wo ist dein Mann? Mein Mann ist im Kino. Das Museum. Wohin gehst du gern? Ich gehe gern ins Museum. Wo bist du jetzt? Ich bin im Museum. Das Theater. Wohin gehen wir am Wochenende? Ins Theater. Und wo seid ihr jetzt? Wir sind im Theater. Das Krankenhaus. Wohin gehst du? Ich gehe ins Krankenhaus. Mein Sohn ist krank. Hallo Jana, wo bist du jetzt? Ich bin im Krankenhaus. Mein Sohn ist krank. Das war ein Tag. Am Montag bin ich sehr früh aufgestanden. Dann habe ich gefrühstückt und bin sofort in die Stadt gefahren. In der Stadt habe ich meine beste Freundin getroffen. Nun sind wir zusammen ins Zentrum gegangen. Dort haben wir viel eingekauft. Nach dem Einkaufen sind wir ins Café gegangen und haben dort Eis gegessen. Danach hatten wir Hunger. Wir sind sofort in die Pizzeria gegangen. Später haben wir Medikamente in der Apotheke gekauft. Am Abend waren wir sehr müde. Aber wir sind in den Park gegangen. Um 23 Uhr bin ich endlich ins Bett gegangen und bin eingeschlafen. Fragen zum Text. Wann ist Aida früh aufgestanden? Richtig, sie ist am Montag sehr früh aufgestanden. Wen hat sie in der Stadt getroffen? Richtig, sie hat ihre beste Freundin getroffen. Frage Nummer 3. Was haben die Freundinnen zusammen gemacht? Richtig, sie sind ins Zentrum gegangen und dort haben sie eingekauft. Was hat Aida nach dem Einkaufen gemacht? Richtig, Aida und ihre Freundin sind ins Café gegangen und dort haben sie Eis gegessen. Hatten sie Hunger?
Ja, sie hatten Hunger. Wo haben sie gegessen? Richtig, sie haben in der Pizzeria gegessen. Wo haben sie Medikamente gekauft? Richtig, sie haben die Medikamente in der Apotheke gekauft. Wann ist Aida ins Bett gegangen? Richtig, um 23 Uhr ist sie ins Bett gegangen. Sehr gut. Liebe Deutschlerner, ich hoffe, ihr lernt fleißig den Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ. Man braucht wirklich sehr viel Zeit, aber man kann es lernen. Bitte alles aufschreiben, Texte schreiben und dann wird alles gut. Ich freue mich auf die nächste Lektion. Tschüss!